Hallo, hallo. Heute gibt es einen kleinen Quick-Tipp und zwar zum Thema Porträtfotografie. Und zwar ist es nicht zwingend immer notwendig, in Photoshop zum Beispiel einen Hintergrund einzufügen oder zum Beispiel sich aufwendige Hintergründe zu kaufen oder zu basteln oder wie auch immer. Das kann recht schnell, ganz schnell ins Geld gehen. Heute möchte ich euch eine Möglichkeit zeigen, wie das sehr günstig funktioniert. Und ja, die Dinger coolen hier schon herum. Und wie man da sehr schnell, sehr einfach etwas machen kann. Und zwar folgendes. Es ist jetzt wieder Weihnachtszeit oder allgemein Geschenkezeit. Und es gibt jetzt überall Geschenkspapier. Klingt blöd, ist aber so. Ich habe hier mal drei verschiedene Geschenkspapierrollen. Die sind hier groß, Moment. Ja, 10 Meter mal 70 cm. Also ihr seht ja jetzt schon im Bildausschnitt, es geht sich nicht ganz aus, eine Rolle. Weder breit noch, also weder quer noch hoch. Man kann ja aber mehrere Lagen einfach drüber ziehen. Heute ist Halloween. Ich werde wahrscheinlich ein paar gruselige Porträts machen. Zu diesem Zweck wähle ich hier das Goldene mal aus. Ja, zu den Kosten. Geschenkspapier kann man im Internet bestellen, gibt es aber auch in diesen Sandshops und so weiter, die es überall gibt. Kostenpunkt, sage ich mal, zwischen 1,50 Euro und 3 Euro. Ich habe diese großen Rollen um 3 Euro gekauft, das Stück. Also ist nicht wirklich teuer, wirkt aber sehr genial. Sieht dann ja so aus, sehr goldig, reflektiert auch und glänzt auch. Und ja, ich will jetzt ganz kurz zeigen, wie man sich da einen Hintergrund bastelt. Wenn man wirklich nur Porträt macht, reicht wirklich dieser Bildausschnitt hier. Ja, so. Dieser Bildausschnitt hier. Und da sind diese Bahnen absolut ausreichend. Solltet ihr größere Bahnen benötigen, einfach mehrere Lagen untereinander oder nebeneinander kleben. Und dann kommt ihr mit der Fläche absolut aus. So. Mal hier. Ja, das ist in Ordnung. Einfach mit Klebeband an der Wand montieren. Und schon habt ihr euch einen Fotohintergrund mit sehr wenig Geld gebaut. Da es sich hier um Geschenkspapier handelt, gibt es die natürlich. Dass das Papier in verschiedenen Mustern und Farben und Formen und keine Ahnung. Aber ich sag mal hier, für Porträtaufnahmen noch schön aufkleben, dass es wirklich schön vollflächig ist. Wunderbar, Porträthintergrund ist fertig. In diesem Sinne, viel Spaß beim Probieren, bleibt kreativ. Bis zum nächsten Mal. Ciao.